Hallo, schön, dass ihr da seid. Ich bin Melina und ich zeige euch heute die Hochschule Merseburg. Kommt ihr mit? Als erstes gehen wir jetzt in unsere Hochschulbibliothek. Egal für welchen unserer 16 Bachelor- oder 12 Masterstudiengänge ihr euch entscheidet, irgendwann müsst ihr garantiert mal in die Bib. Und hier findet ihr alles an digitalen Ressourcen und ihr habt eine Auswahl aus ungefähr 300.000 Büchern. An der Hochschule Merseburg studieren ungefähr 3.000 Leute. Das heißt, ihr lernt in Kleingruppen und im Hörsaal habt ihr immer Platz. Ach so, ihr wisst noch gar nicht, was ihr studieren wollt? Kein Problem! Wir haben verschiedene Orientierungsangebote an der Hochschule. Macht zum Beispiel ein Schnupperstudium oder kommt zum Girls and Boys Day oder zum Hochschulinformationstag. Du kannst auch ein ganzes Kompass-Orientierungssemester machen oder du besuchst uns auf einer unserer Bildungsmessen. Jetzt schnuppern wir in ein Seminar aus dem Bereich Wirtschaftswissenschaften. Bei uns an der Hochschule lernt ihr praxisnah, weil sich die Inhalte direkt an den Bedürfnissen des Arbeitsmarkts orientieren. Und unsere Lehrenden, die kommen selber direkt aus der Wirtschaft. Hey du, du studierst doch garantiert was mit Wirtschaft. Ja, und übrigens, ich gründe gerade mein eigenes Unternehmen mit dem Gründerservice der Hochschule. Oh. Ach, ihr wollt was mit Medien machen? Süß. Dann wird euch der nächste Fachbereich garantiert umhauen. Licht an für soziale Arbeit, Medien, Kultur. Ich bin jetzt live auf Sendung in einem unserer Fernsehstudios. Kameraführung, Regie, ach, Vertonung. Lernt ihr alles in unserer Video- und Filmwerkstatt. Jetzt tauchen wir ein in die Welt der Musik und auditiven Medien. Hier kannst du dich kreativ austoben. Unsere Studis aus den angewandten Medien- und Kulturwissenschaften produzieren zum Beispiel gerade ein Hörspiel. Darf ich mal? Du kannst ein Instrument lernen. Oder eine ganze Band gründen. 1, 2, 3, 4! Zu unseren medienpraktischen Studiengängen gehört auch die Arbeit im Fotostudio. Fotos machen ist die eine Sache. Sie selber zu entwickeln und auch nachzubearbeiten, die andere. Unsere Studis sind hier ganz schön kreativ tätig und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Jetzt schauen wir uns den Ingenieur- und naturwissenschaftlichen Fachbereich an. Das hier ist unser physikalisch-chemisches Labor. Wer sich für Chemie interessiert, kann hier an der Hochschule zum Beispiel angewandte Chemie oder Chemie- und Umwelttechnik studieren. Das hier ist unser Labor für organische und anorganische Chemie. Bei Technik macht uns keiner was vor, denn Forschung und Innovation stehen auf unserem Lehrplan. Das nennt man Automatisierung. Das hier ist der streng geheime Rückzugsort der Studis aus Maschinenbau, Mechatronik und Physiktechnik. Habe ich noch nie gesehen, diese Sachen. Was ist das? Hochschullogo. Und das? Das ist ein 3D-Drucker. Und was macht er? Er druckt 3D. Eine gute Idee braucht eine gute Umsetzung. Modernste Elektronik und Medizintechnik wäre ohne Laser-Mikrobearbeitung heute gar nicht möglich. Übrigens käme auch euer Smartphone nicht ohne Lasertechnik aus. Jeder Studiengang ist fantastisch. Egal ob was Soziales, was mit Wirtschaft, Ingenieur- und Naturwissenschaften oder was mit Medien. Und das war's auch schon mit unserem Campus-Rundgang. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Habe ich eigentlich irgendwas vergessen? Na klar, die ganzen Angebote drumherum fehlen ja noch. Also unsere Wohnheime, unser grüner Campus, unsere Studi-Clubs, die Vereine, sogar unsere Mensa, der grüne Campus, die Stadt, die familienfreundlichen Angebote.
am besten, ihr kommt einfach mal vorbei und schaut es euch an.